So, wir können mal ganz kurz forchen, wo die sind. What the fuck? Das sind überall Ratten? Damit? Oh! Warte kurz. Was kann ich denn hier machen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Los zu mir! Es hält nicht mehr lange! Das Boot sieht aus der Nähe so groß aus. Was jetzt, Amicia? Oh nein! Okay, das war nicht so gut. Scheiße. Ich dachte, wir wären tricky unterwegs, aber waren wir dann doch nicht so tricky unterwegs. Okay, aber ich könnte mir überlegen, was mit dem Fisch zu machen. Um die, um die da wegzulocken. Mal kurz. Was zur... Ihr Schafsköpfe! Arno, schnapp ihn dir! Ja, komm nur her! Hier da! Machen wir sie kalt! War klar, dass ich sie... So, kommen wir nochmal her. Wir nehmen die jetzt alle Step-by-Step auseinander. Ihr seid erledigt! Sie haben uns gesehen! Ja! Nur du und ich! Für die... kam nie in Frage! Okay. Ich mag's. Ich mag's. So, hier haben wir noch was Schönes. Salpeter. Konzentrier dich! Okay, hier scheint auch alles soweit safe zu sein. Okay, cool. Weiter geht's. Eine große Lootkiste, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also wenn jetzt jemand nochmal behauptet, dass ich hier nicht ordentlich loote, Freunde. So, jetzt habe ich echt verwerten, sehr gut. Echt viele Dings, also ich hoffe mal, dass wir jetzt bei der nächsten Werkbank wirklich mal wieder was verbessern können. Das wäre schon... Würde ich mich schon freuen. Welche Taste? Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Hier da unten sind zwei.
Frage, bist du einer mit Helm? Ja, bist du. Okay. Gucken wir erstmal hier, ob wir hier Loot finden. Die Fans sind unheimlich. Das geht vorbei. Willkommen zu deiner Insel. Lacuna ist hübsch und sonnig. Ja, ich freue mich. Wir sind fast da. Okay, hier sind zwei Leute. Das ist gar nicht so gut. Nö. Ihr da seid ihr in Sicherheit. Ja. Na, er hält einfach nur seine Hand drauf. Blutest du auch richtig? Ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Ja, sicher genug. Also ich versuche immer Sachen gleich herzustellen, um dann den restlichen Loot noch mitzunehmen. Da ist es! Amicia! Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Okay. Wir müssen ja jetzt eh auf Sophia warten. Und wahrscheinlich auch auf besseres Wetter. Aufmachen! Aufmachen! Hab dich! Das war's dann für dich! Der Graf braucht dich nicht lebend! Eieiei. Okay. Also wir haben sie gerettet. Das ist halt. Wir haben was gut bei ihr. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Doch. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Okay. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Weg oder wir suchen jetzt den anderen wieder und unseren Bruder? Bereit zum Aufbruch? Oh, wait. Wir haben eine Werkbank. So, flexibler Wurfarm. Wird für den Wurfarm der Armbrust ein weicheres Metall gewählt, kann Amnesia schneller nachladen. Das finde ich gut. Das ist doch das Einzige, was ich machen kann. Das sollte die Sache erleichtern. Mehr Köcherkapazität kann ich Bolzen tragen. Ich würde gern Bolzen herstellen können. Das wäre geil. Okay, wir konnten eine Sache verbessern. Wow. So, das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Okay. Gab leider nur ein Harz. Da unten ist noch eine Kiste. Und ich komme nicht mehr zurück. Oder komme ich zurück? Ist ganz okay gelootet. Das Wasser guckt, Miss Agua Boxer. Oder kann ich hier nochmal zurück? Ist das Bossi nicht? Scheiße. Okay, ich habe nicht alles mitgenommen. Ist gar nicht so gut. Aber, ja. Wir kommen leider auch nicht mehr zurück. Das ist so toll! Was machst du hier draußen? Rein mit dir! Du bist klatschnass! Ja, in die Kabine!
Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Na dann komm. Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Wir haben den Anker blockiert. Dreckskerl. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Scheiß ab. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Ja, warte. Wait. Willst du dich einfach... Könnt ihr alle jetzt kurz dahin? Dann kannst du hier runter. Achso. Ich muss hier runter? Wo muss ich denn jetzt hier runter? Sophia scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wie der Wind. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Okay, gut. Gut. So, hier möchte ich, dass du... Übernimm du das, Anno. Einverstanden. Einverstanden. So, dann machen wir... Nein. Wir sind fast da. Bald sieht der Bruder Lacuna. Ich hoffe es. Da haben wir auch ein bisschen was zu futtern. Guter Schuss. Alles klar. Ja. So, jetzt bin ich hier nämlich einmal rüber. Ja, hallo? Und den Anker lichten? Ist das richtig? Als ob ich das alleine könnte. Okay, kann ich nicht. So, kannst du jetzt wieder aufhören? Lass es bleiben. Dafür bin ich da. Nee, warte mal. Ich. Wait. Ich könnte jetzt noch mit Igo sprechen. Will ich aber gerade nicht. Okay, kann ich dich hierzu... Kann ich nicht. Hä? Nochmal. Ich schick dich darüber. Was ich von hier aus nicht kann. Ich muss wirklich darüber steigen. Ich kann. Okay. So, jetzt? Auch nicht. Auch nicht. Ja, das heißt, wenn du jetzt... Hilfst du kurz, Anno? Natürlich. ...den Anker ziehst. Dass ich das machen muss, das ist... Also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Das Problem ist schon seit Ewigkeit. Amicia, geht es jetzt los? Ja, ja. Was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Captain. Also dann zurück zum Anker. Na, du komm. Okay. Hey! Na, geschafft? Ja! Der Anker ist oben! Sehr gut! Und jetzt hisst das Großsegel! Aufs Oberdeck! Ei, ei, Captain! Ei, ei, Captain! Ab nach oben! Gleich geschafft! Ich gehe nach Backbord. Na gut, ich zur anderen Auf dein Seite. Signal. Ja, dann. So. So, jetzt! Ja, wir schaffen es! Wir kommen hier weg! Weiß ich noch nicht. Das Segel rollt sich bei mir nicht ab! Sollte es aber! Sophia, komm! Was jetzt?
Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir's los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg aufs Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heilen. Wie, was? Ich soll jetzt von hier da rauf schießen? Ach so, deswegen. Ja. Ich sehe, was zu tun ist. Ein Schloss. Sehr gut. Und jetzt sollten wir aber schnell wieder zum Boot. Amicia, schnell! Nicht? Nicht, dass wir das. Okay. Das war nicht. Amicia, wir segeln! Hörst du nicht, wir segeln! Auf dem Meer! Und ohne die Mutti! Muss ich mal dazu sagen. Und Luca ist auch nicht mehr da. Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja. Nach Laguna! Kapitel 8. Ein Meer an Versprechen. Ist so ruhig. Nur wir und der Horizont. Genieß es. Oh, so, wir gucken mal kurz hier unter Deck. Hier unten wirklich tolle Schätze. Ich könnte hier schlafen gehen. Gibt's denn hier Loot? Kann ich uns beklauen? Bücher. Die sind selten. Sie muss viel herumgekommen sein. Und jetzt verschachert sie das Zeug vermutlich illegal. Naja, also hat sie gefunden, ist vom LKW Achso, LKWs gab's ja noch nicht. Ist von der Postkutsche gefallen. Oh ja, die gehört Anno. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Das sind halt Fundsachen. Ne, hat sie halt so mitgenommen. Ich könnte jetzt auch mit Anno quackeln. Was hier? Tiere. Vielleicht aus Afrika? Hugo scheint damit gespielt zu haben. Aha. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Sieht aber nice aus. Schlafen oh, cool. Hat so gut getan. Kräuter und Salben. Hugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Stimmt, wir finden jetzt die Karte, die Mittelmeerkarte. Das riecht so gut. Was? Räucherwerk, das riecht so. Was? Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da? Ja, wer weiß. Also ich hoffe, dass sie es weiß. Also Ketten, Sophia. Ringe? Sophia ist ja mächtig elegant. Und wo haben wir geschlafen? Also, unten hat er geschlafen. Hugo hat anscheinend da geschlafen oder. Weiß ich nicht. Haben wir einfach hier oben geschlafen? Wir können aber mit ihr quatschen kurz. Hey. Das ist aber ein tolles Gespräch. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los! Du wirst ja schon irgendwo gegen segeln. Hast du ein Steuer? Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See. Die Freiheit. Dankeschön. Für all das hier. Danke, Anno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür, Wunden.
soll ihn nicht entschuldigen, Amicia, aber... Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Ich sag mal so, Sophia sagt zwar von sich selbst, sie ist nicht nett, aber Amicia ist ja auch nicht so nett zu den anderen. Wenn es nicht gerade ihr Bruder ist. Die Insel mit zwei Zähnen, also Bergen, also sehen aus, ja, ne, also ihr wisst. Das ist sie, Lacuna. Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja. Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vodor sagte mir, ich würde sterben. Bitte schön, Herr Junge, bitte schön für den Orbit. Oh, nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Anno, den du nicht leiden kannst. Also, entschuldigt. Macht das Kämpfen auf jeden Fall einfacher. Ich störe nicht gern, doch. Mit Anno. Wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Okay. So, wir wollten ja noch mit Anno sprechen. Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne. Wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord! Helft mir mal! Sieh am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden! Warum? Achso, hier. Achso, hier. Achso. Ich dachte da oben. Geht klar! Das ist so toll! Bei mir ist alles gut. Anno? Sehr gut. Gut gemacht. Sehr, sehr gut. So, das heißt, wir können jetzt hier wieder mit ihr sagen, auf geht's. Ab in den Kampf. Also. Ja gut, Kampf vielleicht. Also, vielleicht haben wir ja keinen Kampf. Ne? Ist ja eine Insel. Vielleicht ist ja da kein Bösewicht drauf oder so. Aber scheint bewohnt zu sein. Woohoo! Bereit zum Entern! Tag! Werd ihr soweit, dann kommt. Ich zuerst. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Genau. Weil Amicia immer so nett ist. Und auch immer auf so Gesetze hört. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft.
Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Ist jetzt ein Fest? Oder warum wurden wir so herzlich begrüßt? In meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja. Okay. Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen, aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, Phönix? In meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein. Aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los. Hä? Laubine! Vielen Dank für dein Follow. Das ist toll. So viele Farben. Und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja. Ich frage mal. Wie? Man weiß ja nie. Also... Frisches Obst, direkt aus dem Garten unserer Mutter. Ich will mit dir reden. Lass mich doch. Möchtest du nicht mit mir reden? Doch, hallo, jetzt. Mein Herr. Hallo. Kennt ihr... Gibt es hier einen Zauberteich mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Diese Frage. Gern doch. Ein Vogel hat. Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Ja. Sehen wir uns weiter um. Perfekt für die Festlichkeiten. Wir können mal hier lang gehen. Wir können mal gucken, was wir hier so finden. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Abendliche Festmahl? Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wir Hallo. Sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Ist ja schon mal ein Hinweis. Also Plateau. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling, nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Aber ich dachte, wir sollten nicht so viele fragen. So, oder? Fragen wir jetzt doch noch mehr? Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Oh. Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Saftiger Schweinebraten. Ja, lass uns doch mal angucken, so ein bisschen Musik und Tanzen, finde ich ganz nice. Hatten wir doch in dem einen Dorf auch. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Das geht mal nach oben. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so... traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein. Sind wir auf der falschen Seite? Oh, nicht so trübselig. Ich will doch nur zur Musik. Gesang. Tanzen. Sie sind da. Die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst. Bald geht's los. Das ist ganz hübsch, wenn nicht alles brennt, das stimmt. Letztes Jahr war grandios. Ob Sie das übertreffen können? Naja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz.
Das ist der beste Teil. Ja. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher. Will ich hier runter? Ja. Ich will hier runter. Lass mich doch durch. Ich wollte mir das von aus der Nähe angucken. Warte mal, wo? Hier? Ne, okay, hier komme ich nicht durch. Kann ich von der Seite irgendwie zurück? Und. Nee, ja. Oh, warte, hier! Oh, Tänzer! Amicia! Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tänzer noch? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Ja. Sie sind hier. Hallo. Oh, hallo. Ja! Auf sie werfen? Genau. Also so, preiset den Sohn. Warte, ich segne auch die Tänzer. Hugo, ihr seid alle gesegnet. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Schön, alles ausgekippt. Nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folg mit der Parade. Klar. Okay. Stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Ich finde Segnen toll. Tja, warum wohl? Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig. Ja, wir holen sie schon ein. Ich bin noch auf dem Weg. Also, wir machen... Also, ne? Wir wollten eigentlich den See finden, aber okay. Wir machen jetzt Parade. Gesegnet sei die Mutter. Die Mutter wird gleich sprechen. Gesegnet sei die Mutter. Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los?